Alles geheilt? Sehr schön. Das freut mir. Jetzt gucken wir auf jeden Fall erstmal hier. Route der Wandlung. Machen wir mal hier optimieren. Überall mal. So. Gucken wir mal, wo es hier eigentlich lang geht. Ich hoffe, hier ist ein Truhen. Zwergen-Westturm. Ihr kämpft auch gegen Golbis, dann nehmt euch die Schätze die Treppe rauf. Sie werden euch helfen. Okay. Schwarzer Gürtel. Ah, kriegen langsam mal ein bisschen gute Ausrüstung hier. Peter. Elixier. Warte mal, wo sind wir denn hier? Boah, Zwergenaxt. Kann die denn benutzen? Oh, schade. Der Blutspeer ist schon Nonplusultra. Mitra. Runenreif. Kauft man direkt mal zwei Stück von. Mitra kaufen wir auch. Merci. Verlassenes Büro des Entwicklerteams aus dem Jahre 1991. Ja, wie geil. So ein kleines Easter Egg. Cool. Cool gemacht. Auch alles, ja. Auch riesig hier, ne? So, hier war nämlich auch ein Zwerg, der uns nicht hochgehen lassen wollte. Oh. Dieser Kraut. Da haben wir einen fetten Chocobo. Oh. Was ist hier? Ah, ich glaube, hier geht's rüber zum... Hütte. Oh, drei Hütten, sehr schön.
Die Monster der Unterwelt sind vorstellig, seid vorsichtig. Ah, wir müssen uns aber hier noch ein bisschen umschauen. Boah! Was ist denn hier passiert? Wer bist du? Ziemlich mutig, aber noch lange nicht so mutig, wie du es bist. Rubiciante, der stärkste der vier Elementarfürsten, hält sich im Turm von Babel auf. Ha? Kommt gesund wieder. Der, der kämpft und fliehen mag, wird noch leben am einen Tag. Ja, schön gesagt. Ihr schleicht euch im Turm, während wir sie mit unseren Panzern ablenken. In diesem Topf findest du das Wasser des Lebens. Trink es, bevor du gehst. Mal kurz nochmal speichern. Denn ich will nämlich nicht raus hier. Ich will erstmal die ganzen Truhen finden. Ah ja. Hier geht's weiter. Dann gehen wir aber erstmal nicht lang. Sondern durchsuchen erst noch die anderen Bereiche. Dies ist das Spital. Oh, 5000 Gil erhalten. Das ist der Westturm. Hier. 6 von 6. Jetzt müssen wir nur noch den letzten Schatztruhen finden. Gefunden. Silberne Sanduhr. Ralf. Peter. Elixier. 12 von 12, 6 Items, perfekt. Kurz gucken hier. Nö. Haben wir das Beste angezogen? Können wir nicht machen. Schatzjäger aus Leidenschaft. 50% der Schatztruhen. Ah, da fehlt aber noch ein gutes Stück. War sehr verwirrend hier, finde ich. Gehen wir mal runter. Oh nee, warte.
doch nochmal runter. So, hier ist der Geheimweg, ne? Stimmt. Jetzt. Hier geht's zu den Katakomben. Genau, direkt mal speichern. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Goblin-Anführer, lala. Kann man auf jeden Fall sehr gut leveln. Boah! Was ist denn hier? Doktor der Monstrologie. 50%. Und den nehmen wir hier normal, ne? Wie lange wir schon das Feuerschwert mit uns schleppen, ne? Das ist doch bestimmt das halbe Spiel schon.
ganze Zeit nur das Feuerschwert. Hier sind Panzer. Da jetzt rein oder? Wir gehen mal vorbei erstmal. Hier geht's nicht weiter. Magma Tamai. Von Babel. Okay, hier wird wohl der Fürst auf uns warten. Gucken wir mal. 16 Schatztruhen an der Zahl. Okay. Drei Stück haben wir direkt hier. Notausgang. Ah, die Puppen kennen wir ja noch. Böse Puppe. Hunde kennen wir auch noch. Ziemlich gute Death, finde ich. Wahnsinn. Geh schon endlich down hier.
Ha? Direkt mal speichern. Ist ja nicht mal gelohnt hier. Läppischer Äther hier. Dafür riskiere ich hier mein Leben. Grünes Barett? Was soll das denn sein hier? Oh. Oh, mysteriöses Ei? Was ist denn da los? Schlüpfen. Interessant. Eine Falle. Eine Wache. Alarm. Chimera. Postschwert. Na endlich mal eine neue Waffe hier. Jawoll. Das haut ordentlich rein hier bei den Flammenkollegen. Boom. Sehr schön. Zurück. Eine Falle. Oh. Boah, ein Steingolem. Ich muss sagen, hier das Frostschwert, ne? Oh, Frostspeer.
Das ist die Macht von Grayskull, ne? Keine Frage. Oh, schade. Ist nur die Abwehr geht hoch und die Attacke geht aber runter. Ganz ehrlich, machen wir. Nehmen wir. Weil das ist schon einiges. Das sind 5 Abwehrpunkte. Plus Präzision geht hoch. Magie. Ja, nein, nehmen wir. Nehmen wir. Das bisschen Attacke, was da durch Flöten geht. Auf jeden Fall, ja. Haben wir auch wirklich alle paar Meter direkt einen Gegner, ne? So, das mal hier. Katzenkralle, yes! Mama. Oh yeah! Nein. Ist schön den Frostspeer. Okay. Müssen wir kurz gucken hier. 2 Truhen. Und hier kommen wir. Gehen erstmal nach da und dann nach da unten und dann gehen wir hier rein. Okay. Das klingt nach einem guten Plan. Das wird auf jeden Fall einfacher jetzt, wenn wir die Eiswaffen haben. Bedeutend einfacher. Und gehen wir noch hier lang. Phönixfeder, gucken wir mal hier rein. Ja, nehmen wir mit. Jagdbogen, schön. Und dann mysteriöses Ei. Schlüpfen. Antarktiswind. Noch 5 Schatztruhen, Freunde. Jetzt gehen wir noch mal einmal außen rum. Jetzt ist easy peasy, ne? Wir haben ja genügend Material da. So, Ressourcen. Die Waffen stimmen auch. Wir müssen uns jetzt hier nicht mehr abkämpfen für ein paar Damage-Punkte. Genau. Das sind nämlich hier die schweren Gegner gewesen, wo uns die Zähne ausgebissen haben. Aber jetzt kein Problem mehr. Überhaupt kein Problem. Oh, Rose hat Vitra und Wischt gelernt. Super. Ich denke, Rosa kann keinen Heilzauber mehr benutzen. Anscheinend doch. Gar kein Heilzauber. Esra. Auch nicht schlecht, ne? Was? Ach, Rydia, das ist Rosa, meinte ich. Ja, das stimmt natürlich. Perfekt. Stellt LP wieder her. Kostet 18. Ja, das passt. Hier rein. Oh, sehr schön. Kommt wie gerufen.
So, dann gehen wir mal gucken. Immer noch dieselben Gegner. Schade. Gucken, was er jetzt respawnen lässt. Oh, cool. Python. Ostschild. Sehr gut. Hier mal ein bisschen Energie vertragen. Nur ein bisschen. Das sollte uns reichen. Da, und hier geht's lang. Noch 4 Schatztruhen. Damit kann man ungefähr abschätzen, wie lange die Dungeon noch geht. Oh, die Schatztruhen sind mal sehr ungünstig gelegen. Wind. Ich habe mich jetzt über eine Ausrüstung gefreut. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Der gute Jan hat schon fast 2000 Energy. Der gute Jan ist richtig, richtig gut dabei. Aber ich finde es auch mal interessant, dass das hier die Charaktere quasi alle individuell sind. Ist auch mal angenehm auf jeden Fall. Ist eben halt nur schade, dass man immer wieder diesen Wechsel hat. Ne? Mal hat man den, dann mal wieder den und man kann sie gar nicht so richtig gut leveln irgendwie. Dann geht's hier weiter. Gehen wir dann noch mal so hier rein. Oh ja, jetzt brauchen wir auf jeden Fall mal ein bisschen Energy.
Aber ich kann ja eigentlich auch Magie benutzen, ne? Ja, machen wir auch. Hydra. Ah, die Tür ist verschlossen, okay. Gut. Oh, hier. Jetzt Chili. Ah, das ist natürlich jetzt scheiße, ne? Das ist natürlich jetzt scheiße. Oh, ich muss mal kurz weg. So, Freunde, da bin ich wieder. Machen wir mal Ramu. Jawohl, so ist gut. So, ja genau, ich sollte mich mal heilen. Alarm! Du-du-du. Jawohl. Turbo-Ether. Mal gucken, erstmal hier, oder? Oh ja, hier geht's weiter. Medusa.
So, so. Ah, cool. Kommt wie gerufen. Anti-Z gelernt. So. Gut, viel kann aber nicht mehr kommen jetzt, ne? Eine Schatztruhe noch. Dann nehmen wir mal Ifrit. Das Höllenfeuer. Ja, ordentlich. Oh, ein Schritt zu weit, schade. Dr. Luga, ich wünsche eine sichere Reise, Meister Rubiciente. Keine Sorge, Eblan wurde mit Sand seines Ninjas ausgemerzt. Habe ein Auge auf alles, bis ich zurückkehre. Oh. Hey. Olbes und Rubrigante sind weg. Jetzt habe ich hier das Sagen. Was ist denn mit dem los? Psst. Wer ist da? Finino, wie seid ihr hier reingekommen? Haben wir einen schlechten Zeitpunkt gewählt? Hast du ohne deine Meister etwa Angst? Wie könnt ihr es wagen, ihr Narren? Ich bin vielleicht kein Elementarfürst, aber ohne mich, der Lugar, würde Gobles Pläne wie ein Kartenhaus zerfallen. Ich werde diesen Turm beschützen. Mach dich nicht lächerlich. Ich habe genug von euch. Meine Erfindung wird euch eines Besseren belehren. Frankenstein oder was? Lieber. Und erstmal geht. Immer so. Auch so. Ich will noch ein bisschen beten. Autsch, du Riesentrottel. Dich sollst nicht schlagen, nicht mich. Rrr. Zeige kein Erbarmen. Diamantenstaub.
800, ja? Das war heftig. Oh, Selbstzerstörung. Das ging aber einfach, ne? Ja, easy peasy hier. Wie könnt ihr es wagen? Ihr wollt erfahren, warum man sich fürchtet? Ach so, okay. Kommt nochmal. Los mit den Spielchen. Ah, sehr gut. Boah! Ist nett von dir. Jawohl. Ah, geschafft. Aber verrückt, dass du uns selber halt, ne? Oh, Lugars Schlüssel, sehr schön. Dann können wir in die Tür jetzt rein. Ihr seid zu spät. Der Turm von Babel verbindet die Unterwelt mit der Oberwelt und Rubicante hat bereits alle Kristalle zur Oberfläche gebracht. Ich werde die Zwerge mit meinen Kanonen auslöschen. Der Sieg ist mein. Haha. Zwerge sind in Gefahr. Wir müssen die Kanonen stoppen. Worauf warten wir? Los. Oh. Das ist eine Art Teleportationsmaschine, aber es ist, sieht nicht so aus, als könnten wir ihn benutzen. Ja. Erstmal Antitod hier, ne? Dann benutzen wir Heilportion. Gucken wir uns nochmal hier um. Hier ist nichts, ne?
Nein. Rüdia benutzen. Beschwören. Ifrit. Speichern hier. Oh. Ah, Zwerge zu töten ist ein Spaß. Ihr Feiglinge. Ihr. Wie seid ihr hier hereingekommen? Lasst sie uns töten. Weiher. Seid ihr denn? Zerstörte Steuerung. Nichts kann die Kanonen jetzt noch aufhalten. Verflucht. Ja, nun, was machst du da? Überlass das mir. Geht. Nein. Es wird gleich explodieren. Geht jetzt. Die Türe ist zerstört. Aber Gegner kommen noch. Denn hier mit der letzten Schatztruhe?
jeden Fall hier nochmal kurz ausruhen. Sehr guter Zauber. Kann man immer gut gebrauchen. Genau. Und hier ist die Schatztruhe. Kurz gucken. Das gibt's doch nicht. Mal kurz was gucken jetzt. Na? Irgendeinen Weg muss es da reingeben. Komisch. Na gut.
Oh, hier ist die Schatztruhe. Müssen wir nochmal gucken. Irgendwo gibt es anscheinend noch einen Weg. Oh, Flammenpanzer? Nein, habe ich doch schon, ne? Ich bin gefreut. Ich habe Flammen mit Frost verwechselt. Ah ja. Jetzt wird es ein bisschen tricky hier. Boah, direkt One-Hit. Mal aber mal kurz gucken. Ich glaube hier. Oder ne, warte, wir gehen erstmal kurz hier rein. Eine Falle. Tatsächlich, ja? War das jetzt hier die Truhe? Bosspanzer, jawoll. Sehr schön. Also, hier anscheinend ja, es kommt nichts mehr. Haben wir so gesehen alle Truhen. Komisch, aber da vorne hinten war doch noch eine, ne? Schon seltsam. Ah, hier kann man sich noch mal hinlegen. Das wir selbstverständlich machen werden. Na gut, aber jetzt haben wir alle Truhen und ja. Wir können sie auf jeden Fall auch hier nicht raus teleportieren.
nach oben, ne? Ihr seid doch wirklich amüsant. Bulbis. Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse. Doch das Spiel ist hier jetzt aus. Ich wollte gerade sagen. Oh, das war knapp. Sid. Wo ist Young? Er hat sich geopfert, um die Kanone aufzuhalten. Wann haben wir einen weiteren guten Mann verloren? Schluchz, schluchz. Und wer ist da? Lydia, eine Beschwörerin aus dem Dorf Nebel. Verdammt, wir werden verfolgt. Können wir sie abhängen? Ich weiß nicht, sie haben die Schiffe der Rotschwing wohl aufgerüstet. Wir holen auf. Komm schon, Schätzchen, du schaffst das. Der Motor wird nicht halten. Shino, übernimm das Steuer. Sid, was hast du vor? Wenn wir an der Oberfläche sind, werde ich den Eingang verschließen. Mit dieser Bombe. Warte. Kann doch den guten Young im Jenseits nicht alleine versauern lassen. Wenn ihr draußen seid, dann geht nach Baron und sprecht dort mit meinen Männern. Du, Shidino, gib auf Rosa Acht. Behandle sie gut. Nein, es muss einen anderen Weg geben. Sid, bitte tu es nicht. Ey, für dich bin ich immer noch Onkel Sid. Vergesst es nicht. Fliegt sofort nach Baron. Das nenne ich mal einen bombigen Abgang machen. Haha. Sid, warum? Sie gingen viel zu früh. Lass uns nach Baron fliegen. Komm mal. Ist ja hier.
Ach so, ein Mist. Auch nicht? Cool. Und so später etwas sagen. Es geht um Sid. Er ist unmöglich, ja, das wissen wir. Seine verrückte Energie hält ihn immer am Leben. Bitte passt noch eine Weile länger auf ihn auf. Das werden wir. Viel Glück auf euren Wegen. Ich wollte eigentlich mal zum König gehen. Dann sammeln wir mal das Luftschiffboot ein, oder wie das heißt. Oder ist schon. Nö, noch da hinten. Dann nehmen wir das jetzt mal mit. Cool. Das gibt's doch gar nicht. Streckenkampf hier. Also so viel kommt, glaube ich, nicht mehr.
absteigen. Ah, so, okay.